Stimmt der Satz also, würden Sie unterschreiben, besser schlecht bezahlt arbeiten als gar nicht arbeiten? Grundsätzlich ja. Wie viele sind das denn, würden Sie sagen? Das ist ja, die Frage ist doch auch für Herrn Blome und Herrn Spahn. Die Debatte mal jetzt überall immer wieder aufs Neue. Wenn wir im Hartz IV wären, warum auch immer, und das Schicksal uns da irgendwie hinbringt, warum hätten wir das Recht, von der Verkäuferin, dem Verkäufer im Einzelhandel, der wenig verdient, mit seinen Steuern, dass unser Lebensunterhalt finanziert wird, obwohl wir beide doch im Zweifel arbeiten können? Und ja, es ist vielleicht nicht die Arbeit als Minister, es ist Kellnern, es ist Reinigen, es ist Handwerk, was auch immer. Warum ist uns das nicht zumutbar? Das muss mir mal jemand erklären. Warum soll jemand, der 23 ist und nächste Woche einen Termin im Jobcenter hat, um den nächsten Schritt zu besprechen, warum soll der da nicht um 10 Uhr auftauchen können? Und ich sage nochmal, auch diejenigen, die das finanzieren, finde ich, haben Anspruch, dass jeder im Rahmen dessen, was er kann, im Rahmen dessen, was er einbringen kann, sich auch einbringt. Und wir gleichzeitig, also das darf man mal sagen, eins, glaube ich, der besten Sozialsysteme der Welt haben. Eine Billion Euro jedes Jahr. Aber damit leisten wir auch ein Maß an Sicherheit. Ja. Niemand muss ins Bodenlose fallen. Es ist ja nochmal keine großen Sprünge möglich. Aber wir haben ein Maß an Sicherheit, dass es so jedenfalls in wenig anderen Ländern auf der Welt gibt. Auch den Teil sollten wir ab und zu mal wertschätzen. Eine Leserfrage gibt es noch. Ne?